Was geht ab, meine Freunde? Wir sind wieder in aller Munde und willkommen zu einem neuen Video. Es ist wieder soweit. Kathi! Genau, wir testen wieder was. Burger King ist heute wieder dran. Heute ist wieder Burger King dran. Heute ist nicht Samstag, letzte Woche ist hier kein Video von uns online gekommen. Deswegen haben wir gedacht, ein Burger King Video, und damit wir es direkt heute noch online setzen können. Und das mit Pizza Hut bleibt im Hintergrund. Genau, das merken wir uns vor, ne? Deswegen haben wir uns auch keine Kommentare diesmal rausgesucht, weil das recht spontan war. Kathi, ich habe diesmal die King Snacks besorgt. Das heißt, das sind immer diese Sind das sechs verschiedene? Oder? Fünf. Ich habe eins doppelt gekauft. Okay. Eins, was du besonders gerne magst, oder? Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Ich würde sagen, mach einfach mal auf und ich jetzt erzähle dir was dazu. Also hier sind auf jeden Fall so kleine Bällchen. Ja. Yep. Kannst du gerne in die Kamera halten und vielleicht kannst du auch schon aufreißen, würde ich sagen. Also das sind einmal die Chili Cheese Nuggets. Ah, Fleisch ist da also drin, ne? Käse. Käse, achso. Chili Cheese. Nuggets? Achso, Chili Cheese. Ich dachte, genau, das ist ich dachte, genau. Fleisch mit Käse, Chili Geschmack. Das ist ja auch geil. Das hatte ich mir gerade so vorgestellt, aber das ist bestimmt auch richtig lecker. No. Chili Cheese. Erstmal nochmal wieder ab. Ja, yep. Mach einmal ruhig auf. So, dann sind hier aber die normale Nuggets, glaube ich. Das sind die normalen Chicken Nuggets. Die King Nuggets sind das. Die wir ja schon kennen mittlerweile. Hier, das könnten nochmal die Nuggets sein. Das ist wahrscheinlich dann die Tüte, die doppelt. Genau. Dann haben wir einmal die King Wings. Ah, okay. Ich glaube, die hatten wir von Burger King noch gar nicht, ne? Ich meine nicht, wir hatten ja nur von McDonald's diese Chicken Wings. Und so, ne? Von KFC. Stimmt, ja. KFC sowieso. Dann sind hier Zwiebelringe. 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 Okay. Yes. Riecht man schon. Okay. Und endlich, das gab es letztes Mal nicht, die waren ausverkauft. Oh, lecker. Die Mozzarella Sticks haben wir hier. Also zweimal was mit Käse auch, ne? Yes. Und einen Salat entdecke ich hier. Genau. Und was ist hier vorne? Mach mal auf. Chili Cheese Pommes! Das ist neu. Mega nice. Ich meine schon, dass es neu ist. Also ich kenne das eigentlich nur von KFC, da gibt es auf jeden Fall so Chili Cheese und so. Dann ist hier noch Sweet Sour Dip. Dann haben wir mach mal auf. Dann haben wir noch einmal den Extra Hot Dip, also etwas Schärferes. Und Barbecue. Yes. So, Kathi, womit wollen wir anfangen? Ich hatte ja das hier schon in der Hand, das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Dann let's do it. Chili Cheese Nuggets. Ich finde die mega nice. Mm. Da haben wir einmal die Füllung. Wir haben da ein paar Chilischoten und dann so eine Käsecreme. Mega nice. Wie so ein Schmeckkäse ein bisschen. Und sie machen übelst das. Ich habe mir die neulich abends geholt, weil ich auch immer Hunger hatte. Kennst du das, auf leeren Magen einkaufen gehen? Ganz gefährlich. Dann kaufe ich immer gefährlich ein. Ich habe mir zwei Burger geholt, Pommes Cola und dann nochmal die Chili Cheese Nuggets. Ich hatte so Bauchschmerzen danach. Kennt ihr das, Freunde? Schreibt mal in die Kommentare, kennt ihr das, mit leeren Magen einkaufen gehen? Und dann will man nochmal Süßigkeiten an. Ach, das würde ich auch gerne mal probieren. Ganz schlimm. Und die sind auf jeden Fall geil, schon mal, ne? Super. Wollen wir wieder Punkte vergeben? Auf jeden Fall. Die kriegen von mir 4,5 Sterne. Von mir auch 4,5. Ja? Die sind echt geil. Richtig gut, ne? Dann machen wir mal kurz mit den Nuggets. King Nuggets weiter. Wir gehen ja einmal uns so durch. Genau, einmal im Kreise. Klassiker halt, ne? Nuggets. Ist dir was aufgefallen, Kathi? Ich habe keine Süß-Sauersoße. Sonst gab es ja immer Süß-Sauersoße. Doch. Ja? Hatten wir gerade. War das nicht Mango oder so? Mm-mm. Oh, das habe ich nicht vertan. Das konnte mir gar nicht auffallen. Lieber diese Fingerfood-Sachen. Auch diese Fingerfood-Platten. Kann man so geil einfach auf den Tisch legen und jeder nimmt was davon. Geil. Wie viele Punkte? Wie viele Sterne? Also, ich finde die mit Käse besser. Die kriegen dann deswegen nur 3,5. 3,5? Warum können die 4? 4 hätte ich mir auch noch drauf eingelassen, aber. Nein. Ja. Nuggets ist ein Muss, gibt immer. Ich probiere dann auch schon mal hier. Ja, ich musste gerade ein bisschen reingreifen. Also die Chili Cheese Pommes. Ich mag ja auch total gerne diese Jalapenos. Ja, geil. Im Kino, wenn man Tortilla Chips isst, da legen die ja auch manchmal so Jalapenos. Die nehme ich dann auch meistens mit. Also wollen wir ringen? Yes. Moment, wie viele Punkte gibst du der Chili Cheese Pommes? Oh, Entschuldigung. Alles gut. Ich bin schon weiter.
Ich finde die Cheese-Pommes auf jeden Fall gut. Ein bisschen interessanter als Pommes. Ja. Aber ich glaube dadurch auch so ein bisschen aufgeweichter, nicht so ganz knusprig. Ne? Das stimmt. Deswegen 4. 4? Die Chili-Cheese-Pommes kriegen von mir 4,5. Solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren. Für die Leute, die etwas schärfer essen können. Weil normale Pommes in dem Sinne sind halt langweilig. Und mit den Jalapenos, mit dem Käse eigentlich ganz geil. Mal was anderes als statt Mayo oder Ketchup. Ist auch gut. Also yes. Eine gute 4. Eine gute 4. Und die Onion Rings? Ich hab die schon probiert. Und? Lecker. Knusprig. Sehr zwiebelig. Und man merkt gar nicht so richtig, dass da echt Zwiebel drin ist. Sondern man schmeckt es einfach nur. Man merkt, oder merkst du, dass da so Zwiebeln sind ja manchmal so fertig? Ja. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, die Zwiebelringe finde ich sehr gut. Ja, schmecken richtig lecker, aber nur für Leute, die gerne Zwiebeln essen. Das stimmt. Also zum Beispiel, wenn ich mir so ein Menü bestelle, dann sage ich auch mal, anstatt Pommes hätte ich gerne Onion Rings. Dann wechsle das mal aus. Cool. Das ist richtig gut. Also Onion Rings bin ich auch ein Fan von. Also die kriegen von mir auf jeden Fall auch eine 4 oder 4,5. Hatte ich den Onion Rings gerade schon einen Punkt gezeigt? Ich bin schon ziemlich verwirrt, ne? Ja, eine 4. Eine 4? So. Dann machen wir weiter mit den King Wings. Ich muss sagen, die sind ein bisschen dunkel, ne? Ja. Als wären die zu lange irgendwie... Ein bisschen zu lange in Öl gewesen. Genau. Ne? Bedien dich wohl. Dankeschön. Die von McDonald's sind auf jeden Fall heller. Riechen auch schon ein bisschen so, ne? Ja, die riechen so ein bisschen kokelig. Ja. Nein, auf jeden Fall. Jetzt nicht so hart und trocken. Schön weich von innen. Saftig, ne? Saftig, viel Fleisch drin. Eigentlich. Ich habe diese Videos von mitgehalten. Essen, bisschen erzählen. Bisschen Punkte vergeben. Bisschen Punkte vergeben. Was will man mehr? Hey, ja. Na gut. Ich auch sehr schön. Ich glaube, die hat ja 3,5 Punkte für die Nuggets vergeben. Ich finde die ein bisschen besser. Okay. Aber nicht so gut wie das, ja. Also deswegen kriegen die 4. Die kriegen 4 Punkte? Okay, krass. Ja. Die kriegen von mir 3,5 Punkte. Ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, welche jetzt besser waren, ob die von McDonald's oder ob die jetzt von Burger King, oder die jetzt von Burger King. Ist halt schwierig. Kann ich jetzt gerade auch nicht mehr so genau sagen, aber... Ich glaube, wenn noch ein bisschen frischer, sage ich mal. Ja, die schmecken auf jeden Fall geschmacklich richtig gut. Ja, das stimmt. Oder ihr wisst ja, ich esse ja nicht so gerne das von Knochenmilch. Du weißt es auch. Aber vom Geschmack ist es einfach so gut, deswegen nehme ich das in Kauf. Sehr gut. Hier nochmal der Vergleich. Ich bin einer, der immer abnagt. Und ich bin eine, die noch nicht fertig ist. So, Kati, sei mir nicht böse, aber ich mache direkt weiter. Ich habe richtig Bock auf diese Mozzarella-Sticks. Ich das mal von der Seite. Die sind neu. Wow. Weißt du, an was mich das erinnert? Der Käserand von dem Pizza. Vom ja, Pizza. Genau, von Pizza hat, ne? Ich nehme mir auch eins, ne? Also von außen sieht man, da sind auch so kleine Kräuter oder so noch mit drauf. Ne? Not bad. Ja. Käsig auf jeden Fall. Ich teste mal hier so eine Soße. Ich glaube, die machen sehr, sehr schnell satt. Ein bisschen fest irgendwie so, ne? Könnte noch so ein bisschen weicher und vielleicht der Käse auch so ein bisschen flüssiger noch sein. Ja. Ich weiß nicht, ob es dran liegt, ob die vielleicht schon kalt sind. Kann sein. Aber es war schon gut. Ja. Echt so Käsesticks so. Ich habe schon vergessen, welche Punkte ich überall vergeben habe, aber ich denke mal, die sind ungefähr so bei mir auch bei 3,5. Die Käsesticks kriegen von mir auch 3,5. Solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren. Ich finde die richtig gut. Ist mal was anderes. Anstatt Fleisch gibt es halt ein bisschen frittierten Käse. Also mit Mozzarella, um genau zu sein. Aber ich finde diese Käsedinger auf jeden Fall besser. Ja, das ist definitiv the king. The king. Ja. Also da sind wir uns dann einig. Weil hier ist so richtig schön weicher, flüssiger Käse. Und das ist so ein bisschen fester. Und hier ist auch so wie so ein Teigmantel drum. Ja. Und das ist einfach eine Panade, eine normale, ne? Du hast recht.
So, 3,5 von mir. Von dir auch so um den Dreh war das, ne? So, Freunde, jetzt haben wir einen Salat. Den King Salad bei Burger King. Soll ich den auch mal öffnen? Ja, gerne. Freunde von mir würden sagen, warum bestellst du einen Salat? Das sind die Reste vom Burger. Aber der sieht gar nicht so schlecht aus, nee, ne? Der ist ja gut sogar, ne? Kathi, was haben wir da alles drin? Beschreib also, doch mal. Wir haben 3 Gurkenscheiben. Man sieht sogar, dass sie so geschnitten sind. Da sind so leichte Riffel drauf. Mhm. Dann, glaube ich, 2 Tomaten. Mhm. Ein bisschen Mais aus der Dose. Mhm. Und ein bisschen Blattsalat, ne? Ja. Aber da ist auch dieser lila Farbe mit dabei. Mhm. Und also ich glaube, das sind verschiedene Salatsorten. Mhm. Gut beschrieben? Gut, sehr gut beschrieben. Sieht eigentlich ganz gesund aus. Mhm. Dazu gibt es ein bisschen Joghurt-Dressing, damit wir das schön ungesund machen. Kathi, magst du Joghurt-Dressing? Klar. Okay, Freunde, einmal hier aufreißen. Das war auch mit dabei? Ja. Ich glaube, da kann man auch Cocktail aus. So. Cocktail mag ich auch gerne. Jo, und das Plastico, Balsamico, Öl-Essig-Galerie oder das. So, das verteilen wir einmal hier rein. Dann können wir noch mal den Deckel drauf machen und so ist es. Lifehack bei Burger King. Mehr oder weniger. Du mal lieber. Nee, mach du mal. Ich schüttel mit dir. Und zack. Ist der Salat fertig? Yes. Hier ist eine Gabel, die gibt es auch mit dabei. Ja. Du darfst dich gerne dran bedienen. Ich bediene mich an den Pommes. Schmeckt ehrlich gesagt wie ganz normaler Salat. Also natürlich. Kann man keinen Unterschied schmecken von Burger King oder... Das ist eigentlich... Es ist gut, dass man eine Salatauswahl hat. Falls den einen oder anderen interessieren sollte, wir haben einmal Joghurt-Dressing, das Ganze ist von Kühne. Ne? Also das könnt ihr auch ganz normal im Laden kaufen. Schmeckt auf jeden Fall lecker, ne? Ja. Achso, du hast noch nicht probiert. Nö, alles gut. Salat ist jetzt bei mir nicht Salz. Wirklich? Ja. Hast du den für mich mitgebracht? Klar! Damit das hier mehr für mich übrig bleibt. Ich hoffe, dein Mann geht nicht mit Salat. Ich nehme diesen hier dann noch. Freunde, ich würde sagen, kurz Fazit nochmal. Also, mein Fazit ist definitiv, probiert die Cheese Nuggets. Auf jeden Fall. Und die Onion Rings. Die Onion Rings. Und meiner Meinung nach auch die Mozzarella Sticks. Ja. Also, die solltet ihr auf jeden Fall probieren. Die Nuggets ist ein Muss. Das ist einfach Standard. Davon haben wir hier gleich auch noch eine zweite Tüte. So ist es. Aber sonst, die Chili Cheese Pommes. Ja. Auch sehr nice. Lohnen sich. Kann man auch jeden Fall mal auszuprobieren, finde ich. Und ich würde nicht ab jetzt immer nur noch Chili Cheese Pommes essen wollen. Mm-mm. Nee. Du? Abwechslung. Ja, Abwechslung. Ne? Ja, also ich ab und zu würde ich die wohl auch mal essen. Ja. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen da oben dafür, wenn euch das Video gefallen hat. Sonst für weitere coole Fashion Videos einfach da unten auf Abonnieren klicken, da würden wir uns sehr drüber freuen. Sonst könnt ihr daneben, findet ihr einen Kanal namens dein Kanal? Do Yourself Inspiration. DIY Inspiration. Einfach draufklicken, da kommt ihr auf Kathis Kanal. Und im Anschluss einfach diese beiden Videos anschauen. Und Freunde, schreibt in die Kommentare. Was soll ich nochmal schreiben? Irgendwas hatten wir eben schon gefragt. Genau, ne? Das wollte ich genau nochmal wissen. Ich hab's vergessen. Ich auch. Wenn ihr es noch wisst, schreibt es unten rein. Danke, ich bin einfach aufgeregt, wenn wir was essen. Genau, so viel essen. Und da können wir nicht ruhig bleiben. Und tschüss! Tschüss!